Also die Management der Commerzbank gibt es schon sehr, sehr lange, über 40 Jahre. Wir haben natürlich längst ein Online-Tool für das Ideenmanagement, weil bei einem Unternehmen, bei dem mehr als 99,9% der Mitarbeiter einen PC-Arbeitsplatz haben oder sehr moderne Technik am Arbeitsplatz, kann man niemandem mehr erzählen, dass das Ideenmanagement mit Papier und Hauspost wie so ein altes betriebliches, angestaubtes betriebliches Vorschlagwesen funktioniert. Das geht nicht mehr. Wir haben also auch lange ein Online-Tool, aber klar, die Technik schreitet weiter fort. Im World Wide Web, so erleben sie alle Mitarbeiter, und das ist ganz egal, ob Blue Collar oder White Collar, es gibt Internet-Diskussionsplattformen, und das, was Mitarbeiter dort erleben, möchten sie natürlich auch selbst im Unternehmen haben. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn wir das dann bieten können. Und natürlich dieses atomisierte Wissen aus den vielen Säulen der Bank zusammenführen, zusammentragen, aber auch priorisieren. Nicht nur zusammentragen und veredeln die Idee, die Ideen, sondern auch priorisieren. Und darüber hinaus, der Mitarbeiter bekommt schlicht eine Stimme. Also ein kleines basisdemokratisches Element ist immer mit dabei. Also mein erster Eindruck ist auf alle Fälle weiter so, nochmal bitte 10 Jahre. Der Eindruck ist, dass sehr viele verschiedene Branchen, sehr viele verschiedene Interessen zusammenkommen in eine Veranstaltung, die einfach ja auch inspirierend daherkommt, und deshalb klasse. Ich finde es gut, dass ich dabei bin.